Willkommen zurück zu Part Nummer 3. Wir befinden uns in den Rheinwasserruinen und wir sind immer noch auf der Suche nach dem Navigator, der hier das Massensterben beauftragt hatte. Und ich fand Folge 2 auch ziemlich geil. Könnt ihr euch noch an diesen einen Satz erinnern, den der Vater von Majora gesagt hat? Die sind einfach gestorben, ohne dass wir es erlaubt haben. Ja, als ich mir das beim zweiten Mal nochmal angeschaut hatte, da musste ich ein bisschen lachen, weil, ja, wie können die nur? Wie können die einfach nur sterben, ohne dass sie das dürfen? Das dürfen die nicht. Und deswegen sind wir jetzt hier auf der Suche nach dem, nach der Antwort, nach des Rätsels Lösung. Ich bin hier nochmal kurz zurückgelaufen und ich habe nur geguckt, ob ich irgendwo eine Truhe vergessen habe. Und ihr kennt's ja, bei mir ist es so, wenn ich irgendwo Monster sehe, ich versuche meistens immer alles zu plätten. Weil es gibt Spiele, die belohnen dich, wenn du ein ganzes Gebiet säuberst von Monstern. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Ich bin zwar schon sehr sicher, dass wir nicht unendlich viele Spawnpunkte haben. Also irgendwann ist auch einfach hier genug und du müsstest das Level neu laden, um mehr Gegner besiegen zu können. Aber warum sage ich das? Naja, weil ich bekomme doch recht schnell diese Speersteine für den guten Zarf. Und das muss ich euch mal kurz zeigen, denn ich bin nur einmal kurz hin und wieder zurück und habe schon für ihn jetzt neue Fertigkeiten freischalten können. Da ist bereits ein Fertigkeitenbaum hier. Das ist schon komplett fast erledigt. Und so viel kosten ja die anderen Dinger hier nicht. Das sind 5, das sind 1, das sind auch 5. Also wenn ich mit ihm jetzt hier eine ganze Weile spiele, dann bin ich der Meinung, müsste ich bei ihm auch sehr schnell diesen Skilltree freigeschaltet bekommen haben. Weil das größte an Punkte, das kostet 5 und ich habe jetzt 8. Ich habe 8 Speersteine bekommen. In dieser einen kurzen Zeit. Ich habe keine Ahnung, ob dann das Loot-System erschwert wird, je höher das Level von dem Dämonen ist. Kann das sein, dass ich jetzt hier bei Stufe 1, 2 oder 3 noch ganz viel Loot bekomme und ich mit Speersteinen übersät werde? Und dann später wird es dann schwerer, an diese Steine auch zu kommen. Also, keine Ahnung, aber so habe ich das Gefühl, ist es doch sehr einfach, hier zumindest im Expertenmodus, den Dämonen hochzupushen. Ohne dass man viel grinden muss, was an und für sich ja gut ist. Ich muss nur aufpassen, dass ich da jetzt ja nicht, ja, viel halt auch besiege. Naja, wir machen hier weiter und wir hatten auch schon den richtigen Riecher, denn hier ist wieder eins dieser schwarzen Löcher und damit können wir uns nach hier oben befördern. Oh, machen wir die erstmal platt. Und ich muss sagen, mir gefällt die Speerklasse immer besser, denn wir haben... Ah, das war Mist. Oh, das hat auch kein Mist. Wir haben zwar jetzt nichts vernünftig abwehren können, aber... Ihr seht, ich habe einen neuen Skill, das ist Windmühle. Wir hatten am Ende der letzten Folge schon mal kurz drüber gesprochen, wir können jetzt Geschosse abwehren. Mal testen. Ah, das hat ja super funktioniert. Dieser Schweinehund hier, der hat extra gewartet, bis wir das Schutzschild verloren haben. Miese Ratte, machen wir nochmal. Naja, es bedarf da schon genaues, exaktes Handling. Oh, was denn nur? Ich bin noch gar nicht zurückgelaufen. Das war ein Versehen. Wir gehen nochmal nach oben. Also ein einzelnes Geschoss abzuwehren ist hier wohl dann doch nicht ganz so einfach. Also ich muss da schon genau überlegen, wann ich einen Skill aktiviere. Und das ist momentan auch ziemlich cool hier bei dem Spiel. Oh, die habe ich nicht gesehen. Die habe ich komplett nicht gesehen. Denn man muss bei einer Skillbenutzung so ein bisschen antizipieren. Und wir haben schon wieder einen Speerschein erhalten. Ist doch krass. Aber wir müssen die erstmal hier besiegen. Die versperren uns den Weg hier nämlich. Aber der Schaden, den wir machen, der ist schon echt fett. Da kannst du sagen, was du willst. Und guck mal, wie schnell die Gegner auch jetzt schon purzeln. Das ist... Also im Verhältnis zum Anfang, da ist ja das schon hier ein richtig krasser Fortschritt. Naja, und noch werden die Gegner auch zurückgenockt, wenn wir attackieren. Ich warte noch, bis irgendein Gegner kommt, dem das völlig Murks ist, was wir hier machen. Wir sind oft bewusstlos, bewegungsunfähig und lassen sich auch immer schön zurücknocken. Das ist dann schon sehr einfach, die auch zu besiegen. Und hier hat es gelohnt, wir haben eine Truhe bekommen. Was ist das?
ein weiterer Universalstein. Das werden wir uns alles aufsparen. Es kann sein, dass wir zum Schluss die letzten Skills von einem Skill-Tree auch nur dann freischalten können, weil wir diese Universalsteine auch besitzen. Ich gehe mal in die andere Welt zurück. Was haben wir hier? Hier ist jetzt keiner von den Monstern, die das Gebiet nochmal, ja, reinigen können, wenn wir es besiegen. Diese Sichtdiebe hießen die, glaube ich. Und das war, glaube ich, keine so gute Idee, da einfach so in die Menge reinzuwaschen. Also das Schutzschild ist wirklich mit Vorsicht zu genießen, denn es ist halt nicht nur ein Schutzzauber. Das darf man hier auf keinen Fall vergessen. Wir waschen nach vorne und das ist gefährlich. Aber ich finde es krass, dass die hier One-Hit sind. Irgendwas hat uns trotzdem getroffen. Kann das sein, dass wir von hinten attackiert wurden? Also ich finde den Meteor-Skill immer noch besser als die Windmühle. Weil die Windmühle hat wirklich ein hohes Risiko, weil wir eben nach vorne waschen. Und das ist... Ja, will ich nicht. So, jetzt haben wir hier... Das durfte ein Abkürzungspunkt sein. Den werden wir auf jeden Fall besiegen. Also der dürfte nicht allzu schwer sein. Diesmal haben wir es weggeblockt. Naja, aber das Problem bei diesem Gegner ist, also er macht sich das Leben selber eben zur Hölle. Weil sein Geschoss, was er hat, fliegt ja meistens über uns rüber und das wird eben sein Verhängnis werden. Es hat uns zwar schon getroffen, aber völlig verschmerzlich. Verschmerzlich? Ja, verschmerzlich. Und da ist er weg. Und schon wieder eine neue Stufe. Also es geht ratzifatzi, was den Erfahrungspunktegewinn und den Levelaufstieg angeht. Da sind wir wieder im Reich der Toten. Deine Schleierblindheit klingt mal wieder ab. Und jetzt haben wir nämlich hier unten diese eine Abkürzung freigelegt. Oh, es ist keine Abkürzung. Tatsächlich, es ist hier immer noch zu. Ich dachte, wir haben jetzt hier irgendwo so einen Hebel und können dann durch. Weil ich habe vorhin nicht gesehen, dass da eine Tür diesen Weg versperrt hatte. Aber wir hätten den so oder so besiegen müssen, weil sonst wären wir doch hier oben bestimmt nicht weitergekommen, oder? Ich denke schon. Und habt ihr auch das Problem, ich will immer die Kamera drehen mit der R-Steuerung, mit dem R-Panel. Aber das ist natürlich keine Kamera, also ich kann hier nichts an Kamera drehen, die ist ja fest justiert. Und da passiert es manchmal, dass ich eben hier auf den anderen Dämonen klicke. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Oh, Cutscene. Ein paar von euch werden bestimmt auch schon erkannt haben, dass diese Musik, das ist natürlich die vom Intro und das ist mir auch gar nicht erst aufgefallen, aber ich habe gelesen, als ich auf der Suche war nach guter musikalischer Unterstützung, man hat sich erinnert gefühlt an Fairy Tail. Und das ist so dermaßen richtig. Ich erkenne Ähnlichkeiten vom Soundtrack von Fairy Tail zum Soundtrack von Oninaki. Also das ist natürlich auch richtig genial. Ich glaube, bei dem wäre es besser, wenn wir...
Ja, ich denke, wenn wir hier so ausweichen. Oh! Okay, also ich kann versuchen, mit der Isha immer hinter ihm zu stehen und dann dürfte ich auch nichts machen können. Nein! Naja, der ist aber auch sehr schnell. Das macht die ganze Sache etwas unangenehm für mich. Hat er uns echt getroffen, krass. Ich glaube, ich warte hier einfach. Also es reicht noch für einen Schlag. Ich kann den Spezialskill aktivieren. Geht? Naja, es wird ein Kampf gegen die Zeit. Aber wir sehen auch schon die Vorteile der unterschiedlichen Klassen. Er macht nichts mehr? Doch, jetzt. Nee, reicht nicht. Also immer einen Schlag machen, das wird so nicht funktionieren, leider. Also wirklich erst abwarten, bis er diesen macht. Ich meine, Aisha hat ja noch zwei Skills. Okay, das kann man machen. Ich werde es mal nochmal probieren, mit der Doppelskill-Benutzung. Was nun? Erwachen von Fertigkeiten. Setzt du eine Fertigkeit ein, besteht eine Chance auf das Erwachen, wodurch verschiedene zufällige ausgewählte Effekte wirken. Diese Effekte können die Schlacht zu deinen Gunsten wenden. Also mach guten Gebrauch von ihnen. Sturmschlag erwacht. Effekt Kraftwelle. Und genau das steht auch rechts. Sagt mir nur nichts. Was ist Sturmschlag und was bedeutet Kraftwelle? Ich glaube, wir machen einfach nur mehr Schaden. Leider weicht er immer diesen Schlag aus. Das ist echt Mist. Also die Doppelskill-Taktik, die ist schon eine recht gute. Schon wieder, er weicht immer aus. Ah, der weiß, was wir vorhaben. Wir machen es nochmal. Jetzt haben wir getroffen, nice. Der hat trotzdem keine Chance. Weil wir tanzen ihn aus. Das ist wie im Boxen. Der ist einfach zu langsam und wir sind einfach viel, viel zu schnell. Ja, da kann er sich schützen, wie er möchte. Er wird den kürzeren ziehen. Das kommt schon. Nein, aber zum Allo! Oh, Schwein ab! Ja, sicher, sicher. Ich habe jetzt keinen Bock hier zu krepieren. Aber der Kampf, der ist deutlich einfacher als noch der allererste Boss, den wir hatten. Und wir kriegen einen Schwertstein, nice.
Und da haben wir ihn geknackt. Wir kriegen einen weiteren Universalstein. Diesmal gab es aber keine so schöne... ja, Vernichtungsszene, wie noch beim ersten Boss. Also es bleibt dabei, man sollte schon die Dämonen, die man hat, auch wirklich in gleicher Art und Weise pushen. Und wir kriegen eine weitere Einführung in irgendwas. Erwachen. Eine Fertigkeit ist erwacht und gewährt damit auch dir ein neues Erwachen. Wähle Dämonen aus, dann den Fertigkeitsbaum und die erwachte Fertigkeit, um die Kraft des Erwachens zu aktivieren. Naja, machen wir doch mal direkt Dämonen. Fertigkeitenbaum. Mal gucken, was passiert. Da ist ein Ausrufezeichen. Ja, Sturmschlag. Ich kann also eine bereits erweckte Fähigkeit nochmal stärken? Zuweisen von Erwachen. Erwachen kann deine Fertigkeiten zugewiesen werden. Es ist sogar mehr Erwachen möglich, wenn eine Fertigkeit länger eingesetzt wird. Da müsste ich doch bei Meteor auch schon irgendwie so eine Erwachungsstufe bekommen haben, weil so oft, wie ich das benutzt habe, oder ist es erst jetzt hier in dem Gebiet auch möglich, das überhaupt zu bekommen erst? Kritikalität ist ein schönes Wort. Schicksal durchbohren, Wiederherstellung, Entschlossenheit, Verbundenheit, Erscheinen. Tja, gucken wir uns mal an. Also ich habe hier anscheinend 4 Slots oder was, oder wie? Ermächtigung. Fertigkeiten, Kraft wird erhöht. Das ist irgendwie cool. Das heißt, wenn man einen Lieblingsskill hat, dann darf man diesen Lieblingsskill nochmal so ein bisschen modifizieren. Und wenn hier 4 Auswahlpunkte sind, dann könnt ihr euch schon vorstellen, wo das hinführen wird. Dann haben wir bestimmt bei oftmaligem Benutzen so irgendwann 10 verschiedene Zusatzeffekte und dann musst du dich eben für maximal 4 entscheiden. Oft wird ja immer kritische Chance und kritische Angriffskraft genommen. Mal gucken, ob wir das hier auch haben. Aber das ist geil. Darf man das nur nicht vergessen, das auch wirklich permanent immer ausgerüstet zu lassen. Wir haben jetzt 3 Universalsteine und 2 Schwertsteine. Können wir uns damit irgendwas kaufen? Noch nicht. Oh, das ist nice. Angriff erhöht, je länger kein Schaden erlitten wird. Dann spielen wir doch erstmal mit ihr ein bisschen weiter. Sie ist zwar nicht ganz so stark. Und ich weiß auch immer noch nicht, warum ich hier diese blöden Krüge zerstöre, denn es bringt uns ja anscheinend nichts. Noch nicht. Aber ich brauche einen Schwertstein. So, hier kann ich speichern. Ich gehe nochmal kurz in die Schattenwelt zurück. Vielleicht haben wir Glück und wir haben ja noch irgendwelche Gegner. Ich muss aber auch aufpassen, selbst wenn wir hier noch Gegner haben. Ich habe nur noch 2 Heilsteine. Die möchte ich ja auch nicht sinnlos verbraten. Doch hier unten, guck mal. Also der Skill ist an und für sich immer noch sehr cool. Und der macht auch ordentlich Schaden. Jetzt stellt euch vor, wir haben dann noch erhöhter Schaden, wenn wir halt keinen Schaden bekommen. Das muss ich austesten. Ich muss noch eben aufpassen oben, dass irgendwann mal die Information kommt, dass wir einen weiteren Schwertstein bekommen haben. Denn das ist das, was ich brauche. Aber wir haben jetzt keinen bekommen, wa? Der hat uns trotzdem getroffen, krass. Der hat ja hinter sich geschlagen, wie geht denn das? Das ist doch wie bei Bodybuildern, die können sich da auch nicht den Rücken kratzen. Völlig unmöglich. Huh.
Also ich mag das, mit diesem permanenten Ausweichen. Das scheint so eine Dauertaktik zu sein, wo ein Gegner kaum irgendwas machen kann. Na, haben wir jetzt irgendeinen Stein noch bekommen? Ne, immer noch zwei. Mist. Da hat sich das Kämpfen hier unten überhaupt nicht gelohnt. Schade. Aber ich will die Angriffserhöhung haben. Ja, und dann müssen wir nur keinen Schaden nehmen. Na gut, okay. Wir gehen zu unserem Navigator. Was haben wir hier? Ein weiteres Heilräucherstäbchen. Na, hat sich doch trotzdem gelohnt. Also ich denke, man darf sich hier nicht beschweren. Wir gehen durch die Tür und sagen mal Hallo. Was ist mit dem Navigator? Ist der derjenige, der die Strippen hier in der Hand hält? Der die Fäden zieht? Ist das Gold? Ich habe ja letzte Folge gesagt, irgendjemand versucht hier Profit rauszuschlagen. Hey, bist du der, den man den Navigator nennt? Ja, da bin ich. Aber wieso fragst du nur, was machst du überhaupt hier? Und du hast nichts gesehen, okay? Na. Spiel keine Spielchen, du weißt, warum ich hier bin. So. Tu ich das? Ich weiß doch nichts, mein Name ist Hase. Oi. Du hast soeben einige deiner Jünger getötet. Naja, streng genommen haben die sich wahrscheinlich ja selbst umgebracht. Sonima. Ja, ist auch das, was er sagt. Stimmt gar nicht, das haben sie alleine getan, wirklich. Mödada. Ich sagte keine Spielchen, ich habe einen Zeugen mitgebracht. Ein was? Ah. Ein Kind. Es wartet auf dich. Du hast ihm versprochen, dass ihr euch jenseits des Schleiers wiederseht. Es wird Zeit, das Versprechen einzulösen. Ach, das Kind. Du kennst es also? Du hast die Wahl. Wenn du dein Versprechen halten willst, kann ich dich gleich hier und jetzt rüberschicken. Ja, du hast doch kein Recht, sowas zu tun. Du bist hier kein Richter oder sowas. Ja. Mein Henker. Oh doch, ich bin ein Wächter, ist genau das gleiche Typ. Das Gesetz der Wiedergeburt ist meine oberste Priorität. Halt, stopp, warte mal. Bitte lass mich leben. Ich flehe dich an. Na. Ich wollte gerade sagen, den jetzt umbringen macht ja gar keinen Sinn. Wir wollen doch erstmal Informationen von ihm rauslocken. Hat wohl Kagashi... Vor allem, wie heißt denn jetzt überhaupt? Heißt der Kagashi oder Kagashi? Oder Kagashi? Kagashi wahrscheinlich. Es sieht so aus, als habe euer Navigator nie vorgehabt, dich zu treffen. Ja, da hast du recht. Das muss eine ziemliche Überraschung für dich sein, aber verstehst du jetzt? Ja, also tief in meinem Herzen habe ich die ganze Zeit an seine Worte gezweifelt. Ich komme mir ziemlich dumm vor. Grinst, schnief. Sogar. Hey, es gibt immer das nächste Leben. Halb so wild. Mein Gott, hast du eben jetzt das Leben verwirkt? Ist doch nicht so schlimm. Arigato. Ja, danke, schätze ich. Es ist seltsam, jemanden das laut zu mir sagen zu hören. Ich bin jetzt bereit zu gehen. Ich glaube, ich kann die anderen noch einholen. Hoffentlich sehen wir uns wieder, sobald ich wiedergeboren bin. Ja. Das ist ein schöner Gedanke, aber ich kann es nicht versprechen. Demo. Das heißt aber nicht, dass das nicht passieren kann. Es besteht also eine Chance, oder? Sag schon. Ja, die gibt's tatsächlich. Dann hoffe ich auf das Beste. Mach's gut. Also diese Botschaft in dem Spiel, mein Gott. Wirst da wiedergeboren, alles halb so wild, bist halt tot. Oi. Und du, komm mit mir, du kannst deine Seite der Geschichte bei der Gerichtsverhandlung erzählen. Ja, was mit dem ganzen Gold? Das ist doch mega auffällig gewesen. Das interessiert uns überhaupt nicht, die Bohne. Wir haben ihn gar nicht gefragt, warum er es gemacht hat. Für uns war einfach nur wichtig, er wollte es nicht machen, damit eben das Kind seinen inneren Seelenfrieden findet. Aber das passt doch auch nicht zur Geschichte. Die haben doch gesagt, dass eine Seele nur dann nicht den richtigen Weg bestreiten kann, wenn ein Mensch um ihn trauert. Und der Typ hier, der hat weiß Gott nicht um den getrauert. Das heißt, das Kind konnte jetzt nicht den richtigen Weg gehen, weil er selber noch Zweifel hatte und Bedauern.
Das ist ja nicht das, was uns am Anfang gesagt wurde. Also so einfach ist das hier dann doch nicht. Also es ist schon so, wie man sich das hier auch in unserer Welt vorstellt, dass Geister existieren können, weil die einfach im wahren Leben, bevor sie eben gestorben sind, noch irgendwas Wichtiges zu tun hatten. Und diese innere Unruhe, die man beim Tod hatte, die sorgt eben dafür, dass man die Welt nicht verlassen kann. Und so ähnlich ist es dann hier auch. Und nicht hier, weil irgendjemand trauert. Okay, alles vorbereitet. Gerichtsverhandlung kann beginnen. Wir sollten gleich in den Gerichtssaal. Oder ich mache gleich hier die Exekution. Was ist nun? Er ist Zauberkünstler und hat sich gerade selber die Handschellen abgenommen. Das Mädchen von vor 20 Jahren. Sie ist auch nicht gewachsen. Sie bleibt so klein. Masaka. Masaka, das ist das Mädchen, das mir erschien, als ich jung war. Naja, ich sag mal, mit 20 Jahren mehr ist er jetzt auch nicht so alt. Es ist überhaupt nicht gealtert. Ist ihm aber auch aufgefallen. Okay, hier, kümmere du dich um ihn, Kushi, und ich muss Wasser ledigen. Hä, was könnte denn wichtig... Ey, komm zurück! Und weg sind wir. Wir gehen auf jeden Fall dem Mädchen hinterher. Weil ich will auch wissen, was es damit auf sich hat. Und ich habe auch die Stadt noch nicht erkundet. Leider. Sehr schade. Oh, ich habe auch gar nicht auf die Uhrzeit geguckt. Heute wird also spontan die Folge beendet. Das ist nicht das Mädchen. Das hat nicht so ein komisches Geräusch gemacht. Eine alte Frau, ja. Du siehst so friedlich aus. Und ich bin froh, dass du ohne Schmerzen gegangen bist. Oh, überall in der Stadt nur tot. Ich werde weitermachen, damit ich dir ein paar Geschichten über die Zukunft erzählen kann, die du nicht erlebt hast. Und sobald ich genug von ihm habe, dann komme ich hinterher. Vielleicht der Mann, der gestorben ist? Der eher draufgegangen ist? Nun, dann komme ich zu dir. Ich liebe dich. Ich habe dich immer geliebt. Und jetzt müsste es der Hund sein. Na, wahrscheinlich der Mann. Und wir grübeln. Wieso soll ich jetzt hier L2 drücken? Und warum hat uns das Mädchen hergeführt? Da ist sie auch schon. Guck mal. Da steht sie in der anderen Welt. Vielleicht ist sie das eine Monster, was die eine Dame im zweiten Part von mir angesprochen hatte. Er denkt, sie hatte damit was zu tun. Also man weiß nicht, ob sie gut oder böse ist. Sie sagt, sie hat nur gebetet, will anscheinend nur das Beste. Wen weggeschlossen hatte. Wen weggeschlossen hatte. Irgendein Monstrum bestimmt. Dann muss sie irgendeine Art Hüterin gewesen sein. Kennt er ihn etwa? Oder das Wesen? Was männlich aussieht mit einem Horn? Auf der Stirn. Und wir haben keine Chance. Er hat auch so ein Auge. Das muss auch ein Wächter sein.
Oh, wie ja einfach jeder in dem Spiel umgemurkst wird. Roy! Hey, du kannst doch nicht gehen. Warte. Verschwinde nicht einfach. Was geht hier nur vor? Du fühlst dich sehr warm an. Ich kann spüren, wie deine Macht mich durchströmt. Seine Macht hat sie durchströmt? Und jetzt geht's ja wieder gut? Wie kann das sein? Ich wurde doch gerichtet. Shiruka. Tja, dasselbe kann ich hier auffragen. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Danke. Ich weiß nur eins. Ich verdanke dir mein Leben. Hä? Was hat sie denn bitte getan, damit er jetzt lebt? Habe ich irgendwas nicht verstanden? Wir hatten noch erst 2 Folgen. Also wir kennen das kleine Kind noch vom ersten Part. Da stand sie einfach nur vor uns. Da hat sie auf jeden Fall nicht sein Leben gerettet. Und jetzt war es ja eher so, dass dieses Monster hinter ihr her war. Ich dachte, wir hätten sie nur beschützt. Weil wir rein zufällig eben jetzt am richtigen Ort waren. Da verdanken wir ihr doch nicht das Leben. Im Gegenteil. Wir wären fast draufgegangen für sie. Ein Geist der Vergangenheit war's. Der pure Hass, sagt sie. Das ist der Nachtteufel. Der wurde auch schon angesprochen, tatsächlich. Vielleicht habe ich verhindert, dass er Amok läuft. Und er will mich deshalb auslöschen. Aber wieso sagst du vielleicht? Naja, ich kann mich nicht erinnern. Das ist doch in jedem Spiel so. Du weißt doch. Erst mit einer Amnesie macht das Spiel so richtig Spaß. Als ich als Dämon erwachte, hatte ich nur einen Wunsch, den Nachtteufel zu verfolgen. Ich weiß gar nicht warum, woher der Wunsch kam. Meine Macht ist jedoch begrenzt. Und was passiert, wenn der Amok läuft? Hast du gesehen, der ist richtig stark. Der löscht wahrscheinlich alles aus. Dann wird sein Hass entfesselt. Ich fürchte, dieser wird sogar in die Welt der Lebenden eindringen. Na. Dann müssen wir ihn aufhalten. Naja, ich würde ihn lieber retten. Das ist doch aufhalten. Wir haben ja nicht gesagt, wir sollen ihn auslöschen. Wir wollen ihn aufhalten. Wir haben natürlich auch retten gemeint. Nani? Ihn retten? Wie denn? Wie kann man den puren Hass retten? Naja, ich möchte seinen Schmerz lindern, der seinen Hass schürt. Und ihn durch den Schleier schicken. Dafür wirst du mehr als nur Gebete brauchen. Er scheint kein guter Zuhörer zu sein, so viel steht fest. Oi. Ach komm schon, wir müssen einfach nur zusammenhalten. Das ist aber auch komisch. So hätte ich Kagashi gar nicht eingeschätzt jetzt. Warum will er jetzt dem Mädchen einfach so helfen? Weil es seine Pflicht ist? Als Schleierwächter? Na, wahrscheinlich schon. Gemeinsam sind wir viel stärker. Wir bauen aufeinander auf, oder? Was hältst du davon? Zum einen wirst du nicht ausgelöscht, obwohl ich mir nicht sicher bin, warum. Und zum anderen wird der Nachtteufel hinter dir her sein. Als Wächter kann ich nicht zulassen, dass er die Welt der Lebenden bedroht. Na, das dachte ich mir schon, dass das ein Hauptargument ist. Ja, es macht auch soweit Sinn. Bin ich mit einverstanden? Also werde ich dich als Köder... Ich wollte vorhin schon sagen, da lockt er nämlich den Nachtteufel nämlich einfach vor, wenn sie an seiner Seite ist. Mistkerl. Und dann, naja, ich werde überlegen, was ich mit ihm mache, sobald wir ihn gefunden haben. Also sei ruhig mein Köder, okay? Ja, nun gut. Ich bin vorerst dabei. Das klingt echt sehr verlockend. Prima, dann ist abgemacht. Name war... Ja, was soll sie auch machen? Ich meine, immerhin haben wir ihr gerade das Leben gerettet. Wir wollen wissen, wie sie heißt. Und sie weiß es nicht. Amnesie. Also nennen wir sie Amnesia. Hast du überhaupt einen Namen? Weiß nicht. Den hast du auch vergessen? Ach, Mädchen. Nun, ich nenne dich, wie gefällt dir?
Lin oder Liné. Na, wie kommst du denn jetzt da drauf? Deine Halskette ist ein Moosglöckchen. Eine Linaea Borealis. Als ob er sich damit auskennen würde. Ja, stimmt, du hast recht. Ach, das weiß ich, das kennt sie. Hat alles vergessen, aber dass das hier Linaea Borealis heißt, das weiß sie. Na, siehst du. Komm, lass uns zurück in die Wetterlinien reisen, okay? Und dann müssen wir die Sachen besprechen. Oh, ich habe einiges an Fragen. Schicksalhafte Begegnung, eine Trophäe erhalten. Oh, sie wird zum Schmetterling. Das ist ja wie Legend of Zelda, die Fee, die uns dauerhaft begleitet. Was zum Kuckuck, hast du dir mal gedacht, den Navigator unbeaufsichtigt zu lassen? Haben wir doch gar nicht. Ich habe gar nichts gedacht, kennst du mich doch. Ach, das scheint mir auch so, wie immer. Ich habe keine Zeit für deine Spielchen, Kagachi. Die Gerichtsverhandlung läuft bereits und sie warten auf deine Aussage. Los, komm schon. Jetzt mach dich in Bewegung. Bewegung, Bewegung. No. Was ist los? Meine menschliche Gestalt ermüdet mich. Möchtest du, dass ich menschlich bleibe? Ach, was kümmert's mich? Mir doch scheißegal. Du bist echt fies. Nein, jetzt fang du hier auch noch an. Ich bin doch nicht dein Babysitter. Dann sag mal, sollst du nicht irgendwo hingehen? Ich? Ach, okay, stimmt. Auf zur Gerichtsverhandlung. Lass uns zum Platz gehen, okay? Aber der hat manchmal so gewisse Ähnlichkeiten mit mir. Ich habe auch so eine gesunde, ist mir egal Stimmung. Aber bei ihm ist es halt so extrem. Dem ist ja wirklich alles egal. Außer seinen Job. Der macht für seinen Job eben alles. Hört er von einer Bedrohung, setzt er alles daran, diese auch zu beseitigen. Leo. Ich glaube, der hat hier auch das Sagen. Wächter Kagachi, tritt vor. Die Musik ist schon so unheilvoll, das klingt schon nach Exekution. Oder will er uns was anhängen? Wie 29? Ich dachte, das wären 30 gewesen. Im Fall des Massenselbstmordes von 29 Jüngern der Arche der Hoffnung? Warst du es, der den Navigator festnahm? Ja, ich war's. Naja, den einzigen Beweis, den wir hatten, das war ja der Junge und der ist jetzt weg. Ich traf einen Jungen jenseits des Schleiers, der eines der Opfer war. Er erzählte mir, dass der Navigator seinen Jüngern versprach, sie jenseits des Schleiers zu treffen, dass er ihnen dort den Weg weisen würde. Aber das war gelogen. Wie ihr seht, weilt er immer noch unter uns. Er hatte nie die Absicht, sich das Leben zu nehmen. Hätte ihr nicht jetzt dieser Guru Musa einfach sagen können, das stimmt gar nicht? Das hat er sich nur ausgedacht? Weil den Beweis, den kann er doch nie vorlegen. Also wir. Der Junge ist ja weg. Würde Aussage gegen Aussage stehen, aber jetzt hat ja der Idiot Guru tatsächlich doch zugegeben. Ich konnte es einfach nicht. Es war schrecklich. Möchtest du es etwa näher ausführen? Naja, niemand weiß, was dann nach dem Tod passiert. Ja doch, wir, die Wächter, die wissen das doch. Ich bin jetzt unbekannt und geriet in Panik, also beschloss ich, am Leben zu bleiben. Was ja auch der vernünftigere Weg ist, muss man ja an der Stelle auch mal sagen. Du hast diese Menschen zu deinem eigenen Vorteil missbraucht. Naja, und im Gegenzug erhielten sie ewiges Glück. Ich sehe nicht, was daran schlimm ist. Schöner Widerspruch. Er weiß nicht, was nach dem Tod passiert, aber er weiß, dass alle glücklich gewesen sind. Mhm. Diese Seelen in dem Wissen, dass du dein Versprechen nicht halten wirst, in die Irre geführt zu haben, macht dich zu einem Mörder. Ich habe sie zu nichts gezwungen. Ich habe nichts Falsches getan, wirklich. Das wahre Problem ist, dass wir nicht wissen, wie die Wiedergeburt abläuft. Oh, jetzt kommt irgendjemand, der hier wahrscheinlich noch mehr zu sagen hat. Das war eine Frauenstimme. Sie kann sich das nicht mit anhören. Sie hat was zu sagen.
Lady Lobelia. Anscheinend weiß sie wohl etwas Genaueres, wie die Wiedergeburt abläuft. Das Sektenoberhaupt bestimmt. Sag mir bitte, welcher Teil des Gesetzes der Wiedergeburt dir unklar ist. Antworte ihr! Aber nicht doch die Gesetze an sich sind mir unklar. Das, was daran dran ist, das ist mir unklar. Das stimmt, will ich wissen. Antworte ihr! Okay. Wir alle kommen noch in diese Welt ohne frei von, ich will sagen, wir werden unschuldig geboren, oder? Wir können uns weder an vergangenes Leben noch an vorherige Beziehungen erinnern. Wir kennen weder Wut noch Traurigkeit. Das heißt, wir werden als völlig neue Wesenheiten wiedergeboren. Das ist ein Wort, Wesenheiten. Sprich weiter. Welchen Trost sollen also die Lebenden aus dem Gesetz der Wiedergeburt ziehen? Sollen wir uns dem Unbekannten einfach so hingeben und ergeben? An und für sich gute Fragen. Dieses Geheimnis war es, das ich versucht habe zu ergründen. Ich dachte, dass ihnen der Gedanke, mitsamt ihrer Seele und ihren Erinnerungen durch den Schleier zu gehen, Trost bringen würde. Danke. Eine gute Verteidigung, nur leider hast du diese Menschen sitzen gelassen. Aus lauter Angst vor dem Tod hast du sie allein gelassen, sodass ihre Seelen verblasst sind. Wie kannst du behaupten, Verbindungen im Jenseits herstellen zu können? Wenn eine Seele verblasst, wird ihre Verbindung zu diesem Leben vollständig getrennt. Als Herrscherin über dieses Reich muss ich vor Schaden bewahren. Und ihr, die ihr ans Leben gebunden seid, habt die Pflicht, die ganze Schöpfung zu feiern. Das Gesetz zu missachten, die Seelen anderer in die Irre zu führen oder sich egoistisch an das eigene Leben zu klammern, sind Vergehen der höchsten Ordnung. Du hast unserem Volk irreparablen Schaden zugefügt. Aber du kannst doch nicht... Schweig! Du. Ich bin überzeugt, dass du die Schwere deiner Verbrechen verstehst. Ich werde dich jedoch nicht hinrichten lassen. Vielmehr wirst du den Rest deiner Tage im Gefängnis verbringen. Nein, alles, nur nicht Knast! Ich bin froh, dass ich die Sache für den Jungen zu Ende bringen konnte. Ich würde nicht wollen, dass er dich so wehleidig sieht. Ja, aber trotzdem hat er ja recht. Ich meine, ich kenne die Gesetze ja noch nicht mal. Aber in dieser Wiedergeburt, und das heißt ja auch Oninaki, das heißt ja Wiedergeburt, darum dreht sich ja alles hier im Spiel. Aber warum ist diese Wiedergeburt so verdammt wichtig? Wieso lassen die Leute sich nicht einfach so gegenseitig am Leben und... Ja, weiß nicht, man hat ja das Gefühl, dass die den Tod manche schon eher haben wollen, weil sie denken, im nächsten Leben läuft's besser. Warte mal, eine Sache noch. Ich habe gehört, dass es in unserem Land eine Arche gibt, die mit dem Jenseits Kontakt aufnehmen kann. Ist das wahr? Ich dachte, er ist der Archenführer. Nein, das ist eine Lüge. Ein solches Schiff existiert doch nicht. Na klar, und das Gerücht kam einfach nur so an die Oberwelt, oder wie? Ich schätze, er hat doch an alles das geglaubt. Ja, der war halt nur vernünftig. Der war nicht so blöd und hat sich selbst umgebracht. Für irgendeine, vielleicht, Lüge, die man hier serviert. Also die Lobelia ist schon mal die erste, die mir doch sehr suspekt vorkommt. Ist doch meistens so, dass Leute in Führungspositionen, die haben doch sehr oft Dreck am Stecken. Würde mir nicht wundern, wenn die hier das meiste Übel in sich trägt. Wo bringen sie ihn hin? Dann Knast halt. Haben sie doch gesagt. In den Augen des Reiches ist die Wiedergeburt heilig und der Tod muss freiwillig sein. Das war krank, das war einfach krank. Das muss man sich mal reinziehen. Es gibt ein Gesetz, wo die Wiedergeburt gefeiert wird. Und jeder darf sterben, wenn es freiwillig ist oder was? Ich will jetzt die Gesetze hier haben und lesen.
Und Kriminellen wird dies nicht zugestanden. Das ist doch krass! Wie krass ist das bitte? Das wäre sogar für ihn etwas Positives. Wenn man sich selbst hinrichten ließen dürfte, dann wäre es hier in dem Spiel was Positives und er darf's nicht. Damit bestraft man ihn, indem man ihn wegsperrt. Du musst am Leben bleiben, weil das ist ja für dich eine Bestrafung. Hi, ei. So. Ich verstehe. Das ist schön, ich verstehe gar nichts. Danke. Was ist denn aus der Welt geworden? Verdammt gute Frage. Ihr? Also es ist ja eine Sache, an das Jenseits zu glauben, aber jeder, der sich darauf verlässt, ist ein verdammter Narr. Was soll das heißen? Glaubt er nicht ans Jenseits? Aber hier geht es doch nicht darum, daran zu glauben oder nicht zu glauben, weil wir sind doch Wächter und wir als Wächter, wir sind doch der Beweis, dass es ein Jenseits gibt. Oder ist diese Schleierwelt nicht gleich das Jenseits? Ist alles das, was danach kommt, erst das Jenseits? Oh, schwieriges Thema. Wenn der Zyklus der Wiedergeburt aufrechterhalten werden soll, darf das Reich keine Menschen dulden, die das Jenseits als Lösung ihrer Probleme betrachten. Warum? Warum eigentlich nicht? Hat sich mal jemand diese Frage gestellt? Also uns fehlt hier einfach Hintergrundwissen, weil wir wissen einfach nicht, wie es in dieser Welt hier funktioniert. Ab wann darf man sterben? Ab wann kriegt man Informationen zur Wiedergeburt? Wo sind diese Informationen? Es muss doch hier irgendwo Bücher existieren. Und ich sag euch, ich bin sonst kein Freund von Durchlesen von Büchern, aber hier in dem Spiel würde ich es machen. Und Lin hört eine Stimme. Kagachi hört sie auch. Er hört sie sogar öfter in letzter Zeit. Das ist Kuya. Naja, jetzt mal im Ernst. Was ist denn das für ein Geräusch? Sie kann es auch hören. Das macht mir irgendwie Angst. Und Majora hört es auch, oder wie? Kagachi, die Wächter wurden einberufen. Wir müssen schnell zum Podium des Lebens. Alles klar, verstanden. Und hier oben geht's ja auch noch weiter. Alter. Ja, wie gesagt, also ich muss auch langsam mal eine Stadterkundung machen. Aber erstmal gucken wir uns weiter hier die Lage an. Vielleicht gibt es schon erste Erklärungen zur mysteriösen Stimme. Ja. Zale oder Zale. Jo, Kagachi. Na, nicht nur spät dran, sondern auch noch eine Frau im Schlepptau. Oh, du bist ein böser, böser Junge. Schleimer. Echt abgebrüht. Du hast mir mein kleines Herz gebrochen. Ich glaube, ich muss weinen. Was ist mit dem los? Hier ist einer verrückter als der andere. Ja, komm, jetzt halt mal den Rand, Zale. Ich bekomme sonst Kopfschmerzen. Es geht los. Okay, die sehen sehr betrübt aus. Er kommt gleich zur Sache. Shikari ist tot. Das war der Typ, der neben der Blonden immer stand, die zusammen in diesem einen schönen Ort gewesen sind, in dem Sumpfgebiet mit den schönen vielen Blumen. Also ich hab's ja schon mal gehört, aber ich find's krass, wie viele hier einfach sterben. Er war bei allen beliebt. Viele von euch haben ihm viel zu verdanken, dessen bin ich mir sicher. Er war ein Vorbild für uns alle, der ideale Wächter. Aber er ist nicht einfach nur gestorben, er starb mit Bedauern. Hat sich keinen Zentimeter bewegt, seit er von uns gegangen ist. Omae. Kagachi, Majura, ich möchte, dass ihr mit Hitoa geht. Alle anderen bleiben hier und beten für Shikari. Wegtreten.
Naja, wurde er ermordet? Er hat nichts von Mord gesagt. Also dafür, dass so viele auch sterben, wissen wir die Hintergründe von den Todesursachen auch nichts. Kann das sein? Hm, tut mir leid, aber das kann ich alleine erledigen. Du brauchst also nicht mir hinterher zu dackeln. Hitoa, ich weiß ja nicht, ob du das verstanden hast, aber das war ein verdammter Befehl, als ob wir auf dich jetzt hören würden. Natürlich dackeln wir hinterher, das ist ein Befehl. Aber... Familie, Liebster oder Freund, unsere Pflicht den Toten gegenüber ist immer gleich. Wir verabschieden sie mit einem Lächeln. Wird schon einen Grund haben, warum der uns alle drei dahin schickt. Vater? Ach, vergiss, was sie gesagt hat. Geh. Sie sind im Kirosumpf. Ach, und dann auch noch im Kirosumpf. Genau dort, wo der schöne Ort gewesen ist. Und passt bloß auf da draußen, okay? Und Kagachi, kümmere dich um Hitoa. Gerade wir, der emotionsloseste Typ überhaupt, der alle nur ausnutzt. Und wir nicken auch noch ab, das Ganze. Ich glaube, seine Tochter ist ein bisschen fürsorglicher. Oh, hier geht's aber drunter und drüber, muss ich mal sagen. Also zum Sumpf können wir noch gemeinsam gehen und dann ist ja die Folge, glaube ich, auch schon wieder vorbei. Ich habe mal kurz auf die Elgato geschaut. Da sind wir bei der 50-Minuten-Marke schon drüber. Ja, komm, machen wir. Wir gehen zum Sumpf und ich habe auch nicht vergessen, dass wir hier noch so einen Alchemistentypen haben und wir können ja unsere Waffen noch auch stärken. Oder wir gucken uns das einfach mal ganz kurz an. Weil wir haben ja so eine Steine bekommen und warum nicht zumindest eine Waffe ruhig mal etwas stärken, wenn es denn geht. Es kann auch sein, dass der Typ immer noch sagt, nee, ich habe den Laden noch nicht geöffnet, kommt bitte später wieder. Ui, wo war denn der? Der war doch hier irgendwo links, oder nicht? Oder war es hier unten? Jetzt haben wir schon eine große Karte und ich bin trotzdem noch hilflos verloren. Da gehe ich nochmal ganz kurz zurück. Also rechts war es auf keinen Fall. Das muss links gewesen sein. Ich dachte, ich war hier oben richtig gewesen. Eins weiter oben? Ach ja, hier. Perfekt. Es tut Ihnen immer noch leid? Na hallo, wieso kriegen wir irgendwelche Steine, die wir socken können? Und dann haben wir aber einen Alchemisten, der sich uns gegenüber weigert, die Sachen auch herzustellen. Geht's noch? Ja, dann doch erstmal zum Sumpf. Aber ich hätte echt gern noch ein paar mehr Informationen. Das Spiel spart, also... Ich kann mir vorstellen, dass diejenigen von euch, die das Spiel auch spielen, und ein paar von euch spielen ja auch das Spiel, ihr habt doch bestimmt ähnliche Fragen, oder? Weil man muss leider erstmal alles so hinnehmen und das ist ein bisschen blöd. Soakmoor. Ich weiß nicht, was Soak heißt. Moor, ja wahrscheinlich Moor, Sumpf. Macht ja durchaus Sinn. Mal gucken, was hier jetzt passiert. Und habe schon gesagt, dass ich hier die ganzen Texturen mag. Finde ich wunderhübsch. Es ist zwar alles ziemlich ähnlich, aber es gefällt mir trotzdem. Was ist das Problem, Majora? Entschuldige, ich habe nur gerade an Hitoa gedacht, wie es dir gehen muss. Bleib wachsam, sonst könntest du sterben. Ja, weiß ich ja, aber ich habe kein gutes Gefühl bei all dem. Was meinst du damit? Naja, das ist typische frauliche Intuition. Darauf sollten wir auf jeden Fall hören. Ach, es ist nichts. Vergiss, was ich gesagt habe, okay? Oder das machen Frauen immer. Die haben irgendwas im Gespür. Und dann, wenn es spannend wird, heißt es, ach, ist nichts. Und wieso haben diese Pinguine auf einmal so grüne Köpfe? Oh, die halten aber deutlich mehr aus.
Okay, der erste ist schon mal weg. Und jetzt haben wir einen Schwertschein bekommen, was ich sehr begrüße. Ist das ein Heilstein? Nein, Ichi Futofuri. Irgendein neues Schwert haben wir jetzt erhalten. Es ist auch ein bisschen überraschend, dass der Expertenmodus dann doch keine großen Schwierigkeiten macht. Da habe ich am Anfang mehr Bedenken gehabt. Es ist wirklich schade, dass die Monster im Verhältnis einfach nur sehr viele HP haben zu den anderen Modi. Kann ich mir gut vorstellen. Was nun? Habe ich jetzt aus Versehen L2 gedrückt? Das war nicht der Plan. Was ist hier? Kann ich hier nichts machen? Doch abschlagen. Das muss doch irgendeinen tieferen Sinn haben. Ich meine, wie viele Objekte haben wir hier, die man zerstören kann, und das bringt einfach nichts. Also warum? Warum sollte sich ein Entwickler die Mühe machen, Objekte zu platzieren, die man vernichten kann, wenn es keinen, also nicht mal irgendeinen kleinen Hintergrund hat? Seltsam, oder? Aber wir werden jetzt unsere Aisha weiter ausrüsten. Mal gucken, wenn wir irgendein Schwert bekommen. Oh, wir haben sogar das zweimal erhalten. Und hier steht jetzt da Schattenstein. Hier ist jetzt ein freier Platz. Was heißt denn das? Wieso steht denn unter Schattenstein hier Grundangriff? Und hier Grundverbundenheit? Was heißt denn das? Ist mein Grundangriff jetzt erhöht? Und hier meine Grundverbundenheit, oder wie? Oh, 34 Schaden. Und LP geht nach oben, warum auch immer. Ja, damit dürfte doch der Charakter feststehen, mit dem wir hier das Kapitel auch abarbeiten werden. Ja, und so schnell kann nämlich auch der Schaden anders aussehen. Ich warte einmal, bis wir unsere Fähigkeit aufgeladen haben. Und jetzt. Das war ein Fehler. Ja, hinter uns stand noch so ein Gegner. Und ich bin schön mit dem Phoenix-Skill in ihn reingepurzelt. Wieder ein Schwert. Was ist das hier? Was ist das hier? Ein komischer Pilz. Ach, das ist ein Monster. Und der ist schnell. Kann der uns vergiften? Naja, zwei Schläge reicht wieder aus. Ja, hier bin ich mit der Aisha deutlich besser dran. Weil wir mit dem Phoenix-Skill auch immer schön zurückgehen können. Ich hab's gewusst. Ich bin nämlich zwar schon weggedasht, aber leider war da irgendwas im Weg. Bestimmt dieser eine Stein, den ich hätte abschlagen sollen. Ein Schwächungszauber. Aber wir haben ja einen Skill bekommen, dass wir mit einer Benutzung einer Heilfiole den abschwächen können. Dachte ich zumindest. Oder muss ich erst auf den anderen Dämon wechseln? Das kann auch sein. Huh.
Nein, wir sind wieder reingelaufen. Ich glaube es einfach nicht. Ach komm, dann bleiben wir einfach hier in der Nähe und lassen uns dann einfach treffen. Wir gehen einfach auf volle Pulle. Ich fand, das war eine ganz gute Entscheidung. Weil wir haben immer noch 4 von diesen Heilräucherstäbchen. Es wäre schade, wenn das Spiel tatsächlich dahin geht, dass man irgendwann, weil man gut geskillt ist und der Schaden der Waffe zu hoch ist, dass selbst im Expertenmodus man dann auf nichts mehr achten müsste. Das wäre dann wirklich irgendwann schade. Also hier haben wir gesehen, die ersten Negativeffekte und die Vergiftung haut natürlich ordentlich rein. Das waren so 4 bis 6 Lebenspunkte pro Sekunde. Das ist schon eine Marke. Und jetzt wird abgespeichert. Also das war es auf jeden Fall auch für den heutigen Part. Ich werde hier in dem Soak Moor noch nicht weiter zocken. Ich werde nochmal zurückgehen in die Stadt und die werde ich mir jetzt in aller Seelenruhe nochmal angucken. Vielleicht gibt es da irgendwelche Läden, die wir haben, wo ich mir was einkaufen kann, aber auch das ist ja unwahrscheinlich. Wenn, dann sind es Waffen oder irgendwelche Steine. Aber der Alchemist hat ja, wie gesagt, noch nichts. Ja, bin ich gespannt. Und dann machen wir hier weiter und gucken, was der grüne Punkt zu bedeuten hat. Und damit erstmal reinhauen und tschüss.